Ja, moin liebe Leute und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Football Manager 24. Wir haben ein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die stehen zurzeit auf Platz 13. Ja, in der letzten Folge sind wir gegen Wolfsburg weitergekommen im DFB-Pokal. Sehr schön. 1-0 in der Verlängerung haben wir gemacht. Also da haben wir das Tor geschossen. Jetzt, wie gesagt, gegen Gladbach. Ja, gucken wir mal, wie wir abschneiden. Ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ne? Den Ibrahimovic, da kann ich euch schon mal sagen, den werden wir auf jeden Fall am Ende holen. Wir haben eine Kaufoption von 7,25 Millionen. Von daher wäre auf jeden Fall schon mal ganz nice, wenn wir den auf jeden Fall holen. Ne? Ja, genau. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal direkt weiter. Würde ich sagen, hier gucken wir mal, hat sich da was geändert überhaupt? Weil ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in der letzten Folge am Ende nochmal geguckt habe. Da bin ich mir jetzt unsicher. Hier der Dama kann zum Beispiel wieder normale Intensität. Der Schmidt. Der Torwart. Der zweite. So, ansonsten gehen wir einmal runter. Brederode. So, der Feray kann auch nochmal trainieren. Der Quanzara ebenfalls. Der kommt ja auch nächste Saison, ne? Safe zu uns. Also wir haben ja gemacht so, dass er nach 2 Jahren Leihe Kaufverpflichtung haben. Ne? Haben wir ja gemacht. So, okay. Ach, der Uli Stein, von früher, ey. Ernst? 13 Spiele ohne Gegentore? In einer Saison wusste ich gar nicht, dass er so viele Spiele zu Null hat. Ne, das Meister hat Uli Stein gemacht früher. 15 Spiele ohne Gegentor. Boah, gucken wir mal, ne? Sind auf jeden Fall. Echt, haben wir so viele Spiele zu Null gespielt? Ja, Union? Ich weiß ja nicht, zählt auch DFB-Pokal mit? Schalke? Dann gegen Düsseldorf? Freiburg, Leverkusen, Bayern München, Hertha, Mainz. Ja, muss ja mitzählen. DFB-Pokal. Aber auch wahrscheinlich so Europa League und so, ne? Ich glaube, die Saison meinen die allgemein. Wir gucken mal. Steht hier auch zu 0? Ne, steht hier gar nicht, ne? Ah, hier zu 0, 4. Ja doch, DFB-Pokal zählt dazu und Europa League. Also da zählt die ganze Saison. Ah, okay. Sehr schön, dann weiß ich Bescheid. So. Unsere U19 spielt gegen Dynamo Dresden U19 und unsere zweite spielt gegen Hallescher FC. Ivicic nicht mehr wegen mangelnder Einsatzzeiten beunruhigt. Okay. Sehr nice. Ja, die gehen ja. Ja, der Ivicic wird auf jeden Fall nächste Saison wieder gehen, weil der kam ja nur per Laie. Genau. Da müssen wir auch noch mal gucken, ne? Wie gesagt, ich will auch mal die zweite verbessern. Na, so ein bisschen. So, dass sie nicht immer um den Klassenerhalt spielen müssen. Deswegen. Können alle wieder normal trainieren. Sehr gut. So, Düsseldorf muss gegen Mainz ran. Williams. Macht auch gut mit im Training. Der Clemens. Nur Quanzara macht zurzeit nicht so gut mit, ne? So, dann können wir auch mal mit den anderen quatschen, würde ich mal sagen. Buchmann. Ernst. Reis. Schulz. Ja, die meisten trainieren ja richtig gut, ne? Deswegen.
Und das war's. Düsseldorf gewinnt 3:0 gegen Mainz. Boah, Mainz steht auf dem Relegationsplatz. Düsseldorf steht auf Platz 8. Also sie sind richtig gut dabei als Aufsteiger, muss man sagen. Hätte man nicht gedacht. So, Halbfinale DFB-Pokal-Auslosung. Wir können uns das ja mal ansehen. Aber ganz ehrlich, wir kriegen einer der drei Top-Clubs, weil, wie gesagt, Leipzig ist nur noch drin, Bayern München, Dortmund und wir halt. Deswegen, also wir können ja mal die Auslosung beginnen. Machen wir mal schnell. Aber guck mal, wir spielen auf jeden Fall schon mal zu Hause, das ist schon mal gut. Wir müssen gegen Borussia Dortmund ran. Ja, und das heißt, das andere Spiel ist Bayern München gegen Leipzig. Da spielen sie in Bayern, also in München. Ja, wie gesagt, eigentlich ist das egal, welche Mannschaft wir da dort kriegen. Alles Top-Clubs, nur aus der Bundesliga. Von daher. Aber krass, hat die Halbfinale, also das Halbfinale aus Mannschaften besteht, die unter die Top 3 sind. Alle sind unter der Top 3. So, Nihuis, Buchmann, Reis, der muss noch halb. Sonst noch was? Nö, ne? Sonst war keiner mehr, ne? Ne. Ah, der Vecic, ne? Okay. Ich denke mal, die U19 spielt vor uns. Ist ja meist so. Ja, 0:5 Klatsche, ne? Sind auf Platz 9. Uiuiui, nicht, dass sie noch absteigen, ne? Ja, die U19 ist nicht so stark, ne? Wie man sieht. Da müssen wir auch mal ranklotzen an der U19. Müssen wir uns auch mal Talente holen. Gut. So, Königsdorf hat ein Tor geschossen gegen Standard Lüttich. 52 Minuten hat er gespielt. Schmidt ist noch nicht bei 100% und der Mai kann 60 Minuten maximal spielen. So, Andresen bleibt dann draußen. Der kommt auf jeden Fall schon mal mit. Das kann man sagen. Ja, dann würde ich sagen, spielt der Dardai für Dama. Eine Karte vor der Gelbsperre entfernt. Das ist natürlich nicht so gut, ne? Aber wir lassen die trotzdem drin. Allerdings spielt der Williams heute auf rechts. Gondre kommt mal raus. Dafür kommt der Oliveira nochmal rein. Ansonsten würde ich alles so lassen mit Ibrahimovic, Rodriguez vorne. Ja, genau. Alright, wir spielen zu Hause. So, zack, zack, zack. Und zack. Okay. Bei Ibrahimovic fehlt es an Spielpraxis. Und auf geht's gegen Borussia Mönchengladbach. Eigentlich haben die ja auch einen guten Kader, ne? Auf jeden Fall Diomande, der ist gut eigentlich. Schalke ist letzter. Sie 6 Punkte haben die Rückstand. Boah, auf wen Wiesbaden? Also die steigen klanglos ab, ey. So, Anstoß. Oh, regnerisches Wetter. Gladbach erstmal im Ballbesitz. Ah, sehr gut gemacht. Den Ball haben wir uns geholt. Oh, 15 Minuten gespielt. Ist jetzt passiert nicht viel. Frankfurt führt 0:1 gegen Wolfsburg.
So, jetzt sind wir vielleicht mal an der Reihe. Brederode. Ja, auf Clemens. Buchmann. Clemens. Reis. Ah. Aber wir sind nur im Ballbesitz. Ibrahimovic. Ah, verliert den Ball. So, jetzt aber Oliveira nochmal. Immer noch Oliveira. Brederode. Ah, wird gelegt. Reis. Ball wird abgeblockt und es wird eine Ecke geben. Ausgeführt von Benz Dardai. Ja, kurz. Reis Ibrahimovic. Schade. So, Leipzig führt auch 0:1 gegen Köln. Wolfsburg hat den Ausgleich geschossen. So, Einwurf jetzt Williams, Dardai, Buchmann. Jetzt vielleicht mal Brederode. Ich bin erstmal hinten rum, Dardai. Langer Ball auf Ibrahimovic. Immer noch. Passt auf Brederode. Hat den Ball nicht richtig bekommen. So, Gladbach jetzt vielleicht mit einer Konterchance. Nuama. Ah, Ernst hat den. Sehr gut. So, Freistoß für Gladbach. Diomonde tritt ihn. Aber Ernst kommt dran. Und es gibt Eckball. Ausgeführt von Dorsch. Oh, hoher Ball. Ah, nicht ganz so gut weggeköpft. Aber trotzdem wurde es bereinigt. Oh, Leipzig führt 0:2 gegen Köln. Dani Olmo, der Torschütze. Oh, eine Minute Nachspielzeit. Wir kriegen nochmal Freistoß. Dardai. Ach. Was ist das, ey? Nochmal Glück gehabt. Na, Ernst. Ernst ist da. So, Halbzeit 0:0. Gladbach, muss ich sagen, ist besser dran als wir. Da kann man auf jeden Fall so sagen. So, Reis, Brederode, Dardai. So, Williams. Verliert den Ball, aber es gibt Einwurf. Ja. Dachte schon, das wird jetzt auch gezeigt. Schade. War anscheinend keine gute Chance. Kommt, Leute. Aber so an sich macht Gladbach ein gutes Spiel, nur dass wir halt 65% Ballbesitz haben. Aber dafür kommen die besser irgendwie nach vorne, habe ich das Gefühl. So, Ibrahimovic macht kein gutes Spiel. 6,3. Dann kommt der Schulinov rein. Außerdem, ja, der Dings macht auch kein gutes Spiel. Rodriguez spielt ganz okay, steht da zwar, aber finde ich jetzt nicht. Wir lassen den noch drin, den Rodriguez, für bis zu 70. So, Nihuis hat die gelbe Karte bekommen. Ne, passiert auch nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, kommt Quanzara für Rodriguez rein. Schulz kommt für Nihuis rein. Und Gondry kommt für Williams rein. So, machen wir drei Wechsel direkt. Dortmund führt 3:0 gegen WM Wiesbaden. Gelbe Karte für Nuama von Gladbach. So, Reis hat alles gezeigt anscheinend. Dann kommt der Dama rein. So, die beiden tauschen die Rollen. Obwohl, eigentlich ist das egal. Ja. So, Freistoß für Gladbach.
Boah, da wäre fast das 1:0 für Gladbach gewesen. Dorsch jetzt nochmal mit dem Foul. Und es gibt gelbe Karte. War ja auch ein taktisches Foul. So, Brederode jetzt, komm. Jetzt vielleicht mal Oliveira. Schulz auf Dardai. Dardai schießt, aber Vuzov hat den Ball. So, jetzt vielleicht nochmal Schulz. Dama. Oliveira. Dama. Wieder Oliveira. Wieder auf Dama. Schulz. Dardai. Auf Gondre. Auf Dardai. Schulz, Quansara, Dama. Schade. Mann. Gut abgelegt von Quansara, aber Dama macht nichts draus. Jetzt mal mit dem Eckball vielleicht. Ja, schade. Chulinov. Auf Dama. Dardai. Oh, auch links vorbei, ey. Treffen das Gehäuse nicht, ey. Traurig, traurig, sowas. So, Elvedi, Kehrer, Marc Pabil, Dorsch, Mann. Yusuf. Ja, ich spinne da ganze Zeit jetzt hinten rum. Ja, den Ball haben wir. Dama grätscht, aber Yusuf hat den Ball am Ende. So, Oliveira, sehr schön gepresst. So, da mal jetzt. Dardai. Jetzt vielleicht mal. Chulinov schießt, aber drüber. Es gibt Abstoß. So, Einwurf durch Oliveira. Vielleicht nochmal eine Chance oder bleibt es beim 0:0? Ach. Ja, ich glaube, da passiert nichts mehr. Ne, der Schiedsrichter pfeift ab und wir spielen am Ende 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Torloses Unentschieden. Geht besser natürlich, ist klar. Mal gucken, was die anderen gemacht haben. Köln verliert 1:2 gegen Leipzig. Dortmund gewinnt 3:0 gegen Wien-Wiesbaden. Wir spielen 0:0 gegen Gladbach. Freiburg gewinnt 2:1 gegen Augsburg. Schalke spielt 0:0 gegen Union Berlin. Und Wolfsburg spielt 2:2 gegen Frankfurt. Ja, können wir uns glücklich schätzen, dass Frankfurt unentschieden gespielt hat. Weil sonst wären wir Fünfter. Weil Frankfurt hätte mindestens plus 1 mehr. Also die hätten 10 und wir hätten 9. Ja. Schade. Schade, schade. Aber gegen Mainz muss auf jeden Fall was kommen. Also da muss auf jeden Fall ein Sieg her. So, Bayern spielt 1:1 gegen Hoffenheim. Bayern gut dabei in dieser Saison. So, Moué hat 20 Minuten gespielt für Augsburg. So, zack. Erstmal hier die Intensität. Wie gesagt, also meiner Meinung nach hilft das was. Ja, wenn wir die Intensität wirklich hier immer umändern. Weil allzu viele Verletzungen hatte ich jetzt bis jetzt auch noch nicht, muss ich sagen. Klar, ein paar Verletzungen hatten wir. Hier Mai hat sich zum Beispiel mal verletzt und so. Aber hält sich in Grenzen. Na, so viele verletzen sich jetzt auch nicht. Na? Das meine ich damit. So. Seit 10 Spielen ist Bayern ungeschlagen, okay. So, Finn Beckert beim 4:1-Sieg ein Tor erzielt, sehr schön. So, Richard hat beim 2:0-Sieg 90 Minuten gespielt. Harz hat beim 1:1 70 Minuten gespielt. Riedewald hat bei der 0:3-Niederlage 90 Minuten gespielt. Mantel ebenfalls.
aber auch nicht viel reißen können. Von daher. So, mal gucken, was unsere zweite macht gegen Hallischer FC. So, Punkteteilung. 2-2. Bielek mit dem Elfmeter und Sila von Halle, Pistol und Boakye waren die Torschützen. So, wir gucken mal. Unsere zweite ist immerhin Elfter. Das ist noch in Ordnung. Allerdings sind sie nur 6 Punkte entfernt vor dem Abstieg, ne? Erster ist zurzeit Paderborn. Boah, Dortmund 2, ne? Zweiter Platz, ey. Dritter Fürth, vierter Osnabrück. Aachen 7. Genau. Duisburg 15. Memmingen, ey. Hertha 2, Ingolstadt und Mannheim. Bielefeld 12. Ja, wie gesagt, da gucken wir auch mal, dass wir vielleicht auch mal das Team verbessern werden. So, Leverkusen spielt gegen Hertha, weil am Ende können sie ja eh nicht aufsteigen, aber ne, so, dass die Jungs dort Spielpraxis sammeln. So, Leverkusen gewinnt 2-1 gegen Hertha. Sehr schön. Gewinner sehr schön, ne? Leverkusen, ja, die sind noch ein bisschen entfernt von uns. 6 Punkte haben wir Vorsprung auf die. So, auf jeden Fall auch schon mal was. So, da gegen Mainz 05. Ups, Gondre kann wieder normal. Ernst macht auch mal normal. Bielek halb. Andresen auch. Halb ist richtig. Zum Glück ist er wieder so weit fit, dass er trainieren kann. Der, ne? Konzar kann auch wieder normal trainieren, okay. So, liebe Leute, das war's dann mit dieser Folge. Ja, leider nur ein torloses Unentschieden. 0-0 gegen Gladbach. Zu Hause, wohl bemerkt. Ja, Frankfurt ist dadurch ja, auch nicht näher gekommen. Ne? Geht genauso wie vorher. Ja, gegen Mainz wollen wir auf jeden Fall unbedingt gewinnen. Minus 16 Tordifferenz. Also da muss doch was möglich sein, oder? Ne? Schauen wir mal. In diesem Sinne, erstmal, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sag so lange Tschüss und bis dann.